Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man einen Stammbaum selbst erstellt. Dazu brauchen Sie Papier, eine Schere, Stifte, ein Geodreieck und etwas zum Kleben. Und eventuell, wenn Sie einen Stammbaum mit Bildern von Ihren Verwandten machen wollen, brauchen Sie noch Abzüge von den Bildern. Als erstes zeichnet man mit den Stiften einen Baum auf ein DIN A4 oder ein DIN A3 Papier, je nachdem wie groß der Stammbaum nachher werden soll, also wie weit der Stammbaum in die Vergangenheit reichen soll. Das habe ich hier schon mal gemacht. Einfach einen Baum gezeichnet und damit geht es dann weiter. So, nun nimmt man sich ein anderes Blatt Papier und macht etwa von der Höhe her 1 cm und von der Breite her 3 cm große Schildchen. So. Die man dann auch ausschneidet. Wenn man die kleinen Schnipsel dann ausgeschnitten hat, beschriftet man sie. Die beschrifte ich jetzt weiter. So, und nachdem man dann alle Namensschildchen gemacht hat, kann man, wenn man noch Fotos hat, diese einscannen und davon einen Abzug machen, damit man das alte Foto nicht verliert. Diese kann man dann in einem Oval, heißt so, in etwa auf das Papier kleben, dann halt zum Beispiel so dort drüber. So, wenn man dann alles fertig hat, in dem Fall habe ich jetzt schon alles fertig, da ich hier keine Fotos verwenden werde, nimmt man sich dann das Baumbild und klebt an den entsprechenden Stellen die Namensschilder hier dran. So, wenn man dann alle Namensschildchen aufgeklebt hat, kann man dann die ganzen Namensschildchen verbinden. Bei meinem Stammbaum ist es jetzt so, dass es nur ein ganz kleiner Teil ist. Hier zum Beispiel fehlen noch die Nachfahren von meinem Vater. Das muss man dann aber schauen, dass man, das ist ja nur ein Beispiel, man kann dann schauen, dass man das dann etwas ausführlicher macht. So, wir hier zum Beispiel haben wir meinen Opa und meine Oma. Das, wenn ich jetzt einmal hier hochgehe, so, gibt dann Onkel und meine Mutter. Ups. So. Dann mein Vater und meine Mutter. Und meine Schwester, mein Bruder und ich. So, dann haben wir noch mein Onkel und meine Tante und daraus dann mein Cousin. So, als letztes können wir dann noch oben hinschreiben. Das ist der Stammbaum. Der Familie. Dann noch einmal ein bisschen so. Dann wäre es das auch schon. Und unser Stammbaum ist fertig.
Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, einen schönen Stammbaum zu entwickeln. Natürlich sieht es eingerahmt noch besser aus an der Wand. Aber es kann dann ja, könnt ihr dann ja selbst entscheiden, wie ihr das dann stehen haben wollt. Okay, das war's. Ciao!